glaube zwar nicht, dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Nicht unterkriegen. Ich schaff das schon. Halt, Baumstamm! Halt, halt, halt! Ich falle gar nicht runter. Ich laufe. Los, Baumstamm. Los, los, los! Hapsi, glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Na ja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Seht mal hier, Freunde, ich habe einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeig euch gern, wie es geht. Oh ja. Hey, ich versuch's jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz, ich will's auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderla. Los, komm, Petri, du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja, mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Gebt auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Chomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Übt doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr soweit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Ganz genau, weil mir gewinnen wird, ganz klar. Oh nein, nein, nein. Ich werde gewinnen, wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen.
Chomba, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll! Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Wow, wow, wow. Wow. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Huh? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal. Warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie? Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spike? Kannst du einen umhauen? Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Petri! Danke, Freunde! Du und Spikey, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen! Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Zera passiert ist. Ja? So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. So, ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Ich habe fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das super gut.
Das könnte eine Weile dauern. Halt! Augenblick! Sofort aufhören! Ich bin die Einzige, die noch oben ist. Hab ich etwa gewonnen? Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinem Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Ducky nicht gewinnt? Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesem blöden Baumstamm drauf? Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran! Ich krieg das schon hin! Immerhin bin ich ein Dreihorn! Oh oh! Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser! Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen! Juhu, alles klar! Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt! Passt auf! Nicht, dass wir euch auch noch retten müssen! Die Baumstammläufer-Rettungstruppe eilt zur Hilfe! Ruby, Chomper, Ducky! Könnt ihr euch nicht beeilen? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller! Ja! Vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein! Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier! Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Zera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht.
Zira hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Großvater, Saro, könnt ihr uns eine von den großen Langhalsgeschichten erzählen? Naja, ich denke, ein oder zwei Geschichten hätten wir schon noch drauf. Wer weiß denn, wie die Langhälse zu ihrem Namen gekommen sind? Das ist, weil sie einen so langen Hals haben. Jap, jap, jap. Das weiß doch jeder Nestling. Aber wusstet ihr, dass die Langhälse nicht immer so einen langen Hals hatten? Hatten sie nicht? Es war einmal vor vielen kalten Zeiten, lange bevor wir geschlüpft sind. Da hatten die Langhälse einen kurzen Hals. Da waren die Bäume noch klein und sie kamen mühelos an die Baumsterne in den Wipfeln der Bäume heran. Immer wenn die große, helle Scheibe am Himmel war, sangen die Bäume ihr ein Lied. Die große, helle Scheibe mochte die Lieder so sehr, dass sie die Bäume umarmte und zu sich zog, sodass sie ganz lang wurden. So waren sie näher am Himmel, wenn sie ihr Lied für die helle Scheibe sangen. Aber jetzt hingen die Baumsterne so hoch, dass die kurzhalsigen Langhälse nicht mehr an sie rankamen. Das tat der Nachtscheibe so leid, dass sie ihnen helfen wollte. Durch das Licht fühlten sie sich besser. Und so reckten sie ihre Köpfe nach oben, um näher an der Nachtscheibe zu sein. Und während sie das taten, wurden ihre Hälse so lang, dass sie wieder an die Baumsterne herankamen. Die Freundlichkeit der Nachtscheibe half uns, Langhälse zu werden. Tja, Kinder, so haben die Langhälse ihre langen Hälse bekommen. Das war eine steinstarke Geschichte. Jap, jap, jap. Die Geschichte von den Baumsternen hat Spikey hungrig gemacht. Es muss wundervoll sein, wenn man die ganze Zeit über Geschichten erzählt. Es ist eine Ehre, die großen Langhalsgeschichten zu erzählen. Und eine sehr wichtige Aufgabe. Aber viele Langhälse haben ihre Geschichten vergessen. Deshalb musst du zurückkommen und wieder ein Geschichtenerzähler sein. Was, ich? Nein, nein, das geht nicht. Wir reisen durch das Land und erzählen allen die großen Langhalsgeschichten, so wie früher. Das klingt nicht schlecht, Saro, wirklich, Also willst du wieder ein Geschichtenerzähler werden, Großvater? Natürlich will er. Saro, es tut mir leid. Ich weiß, wie wichtig diese Geschichten sind. Ich war immer gerne ein Geschichtenerzähler, aber es ist schon lange her. Die Dinge haben sich verändert. Was meinst du damit, Großvater? Naja, mein Platz ist hier im großen Tal. Mit dir und Großmutter und all den anderen. Aber du bist der Geschichtenerzähler. Die Langhälse brauchen dich. Ich brauche dich. Ich kann die Geschichten doch nicht selbst erzählen. Nein, Saro, das geht leider nicht. Die Zeiten des Herumziehens sind für mich vorbei. Dann wendest du dich von uns ab und von unseren Traditionen. Saro, warte doch! Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Thank you.
Vater? Ist alles in Ordnung mit dir? Naja, ich bin nur traurig wegen Saro. Er ist verletzt und verärgert. Ich wollte ihm wirklich nicht wehtun. Ich hoffte immer, Saro würde eines Tages der Geschichtenerzähler werden. Er kennt alle Geschichten genauso gut wie ich. Warum sagst du es ihm nicht? Ich bin nie dazu gekommen. Und jetzt ist Saro zu verärgert, um mir zuzuhören. Das ist eine traurige Sache. Und ehrlich gesagt, vergesse ich langsam die alten Langhalsgeschichten. Die Langhalsgeschichten dürfen nicht verloren gehen. Ich muss Saro finden. Oh-oh. Saros Fußabdrücke führen ins geheimnisvolle Jenseits. Wer ist das? Komm raus da! Ich habe keine Angst vor dir. Warum solltest du vor mir Angst haben? Oh, Chomper. Ich dachte, dass... was machst du hier? Ich bin dir gefolgt. Und was machst du? Ich folge Saros Fußabdrücken. Ich muss ihn wieder zurückholen. Großvater möchte, dass er der neue Geschichtenerzähler wird. Wow, du brauchst dringend meine Schnuffelnase. Dann findest du ihn ganz schnell. Ich hab ihn! Schnappen wir ihn uns. Ist ein großer Langhals. Wahrscheinlich ist er einfach darauf gesprungen. Aber das ist zu hoch für mich. Ich schaff's. Naja, nicht ganz. Vielleicht können uns ja ein paar Steine helfen, darauf zu klettern. Echt schade, dass Zera nicht hier ist. Sie kann Sachen umherschieben wie kein anderer. Das müsste reichen. Los, versuchen wir es mal. Ja, es hat geklappt, Littlefoot. Wir beide sind ein gutes Team, Chomper. Ja, finde ich auch. Und weiter geht's. Mir nach. Wir wollen nach Saro finden. Dein Geruch ist jetzt viel stärker. Nicht schlapp machen, Littlefoot. Wer macht denn hier schlapp? Na bitte, da ist er ja. Littlefoot? Chomper? Wieso seid ihr mir gefolgt? Wir wollten dich fragen, ob du nicht ins große Tal zurückkommen willst. Du musst unbedingt mit meinem Großvater sprechen. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Warum bist du sauer auf Littlefoots Großvater? Wenn er nicht mitkommt, um der Geschichtenerzähler zu sein, geraten alle großen Geschichten in Vergessenheit. Aber warum kannst du nicht der Geschichtenerzähler sein? Weil er der Geschichtenerzähler ist. Ich kann das nicht machen. Ich kann nicht. Oh nein! Fallende Steine! Auch das noch! Schnell! Festhalten!
hast uns gerettet. Ihr hättet mir nicht folgen dürfen. Jetzt blockieren die Felsen den Rückweg ins große Tal. Aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Kinder, hat euch euer Großvater schon mal die Geschichte von Langläufer erzählt? Langläufer? Nein, ich glaube nicht. Langläufer war einmal ein großer Langhalsanführer. Aber als er kleiner war, da war er etwa so alt wie ihr, lernte er eine Lektion in Sachen Mut und Tapferkeit. Eines Tages spielten Langläufer und seine kleine Schwester und hatten jede Menge Spaß. Sie hatten sogar so viel Spaß, dass der Wind eifersüchtig wurde. Der Wind blies um Langläufers Schwester herum und wirbelte sie hoch in die Luft. Er entführte sie in eine Windhöhle, weit oben in den Bergen. Langläufer fürchtete sich, dem Wind in die Windhöhle zu folgen. Aber er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, wenn er seine Schwester retten wollte. Als Langläufer die Höhle erreichte, traf der Wind mit ihm eine Abmachung. Wenn er in einem Wettlauf bergab den Wind schlagen könnte, dann würde dieser seine Schwester freilassen. Langläufer wusste, das würde gefährlich werden. Aber er musste seine Schwester retten. Niemand hatte bisher den Wind geschlagen. Doch Langläufer fand den Mut, schneller zu laufen als jeder Langhals vor ihm. Weil Langläufer es schaffte, seine Angst zu überwinden, war er in der Lage, den Wind zu besiegen. Der Wind hielt sein Versprechen und brachte Langläufers Schwester aus der Höhle zurück. Aus Langläufer wurde ein großer Anführer. Und immer wenn er tapfer sein musste, erinnerte er sich daran, wie er den Mut hatte, den Wind zu besiegen. Und manchmal, wenn ich Mut brauche, denke auch ich an Langläufer. Wow! Danke für die steinstarke Geschichte, Saru. Ja! Ich fühle mich schon viel besser. Littlefoot! Littlefoot! Großvater? Littlefoot! Ja! Ich kann ihn auch hören. Großvater? Großvater! Littlefoot, mir dich gefunden! Petri! Was machst du denn hier? Mir sie gefindet, kommt alle her, schnell! Hey, wie habt ihr uns gefunden? Ganz einfach, wir sind euren Fußabdrücken bis hierher gefolgt. Und dann haben wir das Steinrutschen gehört. Und wir haben euer Rumjammern gehört. Saru, hör mal, ich wollte etwas mit dir besprechen. Was sollten wir besprechen? Es ist alles gesagt. Nein, nein, Saru. Ich denke, du solltest der neue Geschichtenerzähler sein. Ich? Aber ich kann doch die großen Geschichten nicht ohne dich erzählen. Aber uns hast du doch auch eine Geschichte erzählt. Die Geschichte von Langläufer. Wir hatten ganz große Angst. Aber durch deine Geschichte haben wir uns besser gefühlt. Siehst du, Saru, das war ein Moment, in dem eine der großen Geschichten wichtig und lehrreich für die anderen war. Das zeichnet einen guten Geschichtenerzähler aus. Er weiß, wann er für andere wichtig ist. Du glaubst wirklich, dass ich bereit bin, ein Geschichtenerzähler zu sein? Das bist du doch längst. Find ich auch. Ja, genau. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich dachte, Geschichtenerzähler haben immer etwas zu sagen. Vielleicht hast du recht.
Ehrlich gesagt, erinnert mich das an eine Geschichte über die erste Geschichtenerzählerin. Ihr Name war Erste Stimme. Eines Tages kam Erste Stimme in eine große Höhle. Da hörte sie ein Rascheln. Ein anderer Langhals näherte sich der Höhle. Petri, ist alles in Ordnung? Nein, hier alles verwüstet. Na und? Wieso ist das so schlimm? Du wohl vergessen. Heute große helle Scheibe Dankfest. Ach das. Ist es etwa schon wieder so weit? Ganz tolle Zeit. Muss aufräumen. Wisst ihr, eigentlich weiß ich gar nichts über dieses große helle Scheibe-Dankfest. Du nicht weißt? Sie nicht weißt? Also ich kenne das auch nicht. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Geht schnell zurück zu euren Schlafplätzen, bevor Petri euch den ganzen Tag schuften lässt. Muss schuften. Große helle Scheibe braucht Dankfest, weil sie viele Tage so lang und schön gescheint hat. Alles klar, Petri. Du kannst deine Zeit ja mit diesem Fest verplempern, aber ich gehe schön zurück zu meinem warmen Schlafplatz. Zera, richtig. Mir braucht Hilfe. Für große Fest muss alles blitzeblitzeblank sein. Gehört zu dem Fest noch mehr als aufzuräumen und sauber zu machen? Oh ja. Wir pflücken viele leckere Früchte für alle und feiern ein rauschendes Fest. Das ist ein Haufen Arbeit, aber das ist es allemal wert. Jap, jap, jap. Außerdem, alle denkt darüber nach, was sie in die warme Zeit gelernt haben. Also Mia hat das gelernt. Ich weiß nur, was ich gelernt habe. Pass auf! Ich kann hüpfen wie ein Springelinger. Nachher, wir alle zusammen haben riesengroßen Spaß. Aber erst, wir müssen kräftig aufräumen. Ich glaube, das große helle Scheibe-Dankfest wird mir sehr gefallen. Alle zusammen! Schieben! Zera, uns braucht Hilfe! Na schön, na schön. Aber nur den einen Baumstamm. Mein Schlafplätzchen wird immer kälter und kälter. Da wird große helle Scheibe froh sein. Und wieso? Große helle Scheibe sieht fest. Wenn gut, dann auch scheint, wenn kalte Zeit kommt, dann nicht ganz so kalt. Die große helle Scheibe beobachtet uns? Ja, helle Scheibe beobachtet immer. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn der großen hellen Scheibe unser Fest nicht gefällt, heißt das, es wird dann ganz dunkel und eklig? Zumindest denkt Petri das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch nur eine Geschichte. Hab ich recht, Littlefoot? Hä? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es schön, ein Fest zu feiern, wenn man für etwas dankbar ist. Vielleicht ist das für euch Spaß. Also für mich ist das nichts weiter als ein Haufen Arbeit ohne besonderen Grund. Sind wir jetzt mit dem Baum fertig? Mir nicht fertig. Mir schieben Baum zu schnelles Wasser für große helle Scheibe. Na dann los. Packen wir es auf. Ja, ja, ja. Schön, dass ihr heute schon so früh bei der Arbeit seid. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Aber ganz bestimmt nicht alle. Ein perfekter Tag für ein Fest, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Stimmt was nicht, Zera? Warum kümmert sich ein Erwachsener wie Sie um die große helle Scheibe?
Es ist nichts falsch daran, dankbar zu sein, Sarah. Mir sehr dankbar. Ja, klar, ich bin dankbar, dass ich mit der schweren Baumstammschlepperei fertig bin. Ich muss lernen, was ich in der letzten warmen Zeit gelernt habe. Ich weiß, was ich gelernt habe. Japp, japp, japp. Was immer Ducky auch gelernt hat, es ist unter Wasser. Sie kann ganz schön tief runtertauchen. Vielleicht versucht sie, unter Wasser Grünzeug für das Fest zu finden. Es gibt unter Wasser grünes Futter? Ja, aber um es zu kriegen, muss man lange seinen Atem anhalten. Luftblasen! Ich habe ganz, ganz viel geübt seit dem letzten große helle Scheibe-Dankfest. Ja, das hab ich, ja, das hab ich. Das war ganz schön beeindruckend, Ducky. Also ich habe mehr gelernt als ihr alle zusammen. Ich habe gelernt, Was hast du gelernt, Sarah? Sag uns und große helle Scheibe auch. Ach, vergesst es. Was sollen wir vergessen? Vergesst einfach alles. Ich hab die Nase voll von eurer großen hellen Scheibe. Wieso denn? Magst du die helle Scheibe etwa nicht? Na klar mag ich sie. Ich finde nur nicht, dass wir ein Dankbarkeitsfest dafür feiern müssen, dass sie da ist. Was kommt als nächstes? Muss ich den Bäumen und Felsen auch dafür dankbar sein, dass sie da sind? Na ja, wenn du möchtest. Japp, japp, japp. Ich möchte aber nicht. Klar, die große helle Scheibe ist nur sowas wie ein Ball am Himmel. Sie kommt und geht und macht, dass es warm wird, so wie immer. Das muss man nicht extra feiern. Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung über das Dankfest für die große helle Scheibe, Zera. Dann verplempert doch euren Tag, wenn ihr wollt. Ich werde euch jedenfalls nicht helfen und ich werde auch nicht mitfeiern. Hier, wir feiern unser eigenes Fest, während die anderen sich mit diesem große helle Scheibe-Unsinn beschäftigen. Hallo Tapsi, hallo Zera. Oh, ist das für die Feierlichkeit? Nein, das ist nur für uns. Was soll denn das heißen? Weißt du, ich glaube, dieser ganze Feierlichkeitsquatsch ist völliger Unsinn. Aber alle anderen im großen Tal sind da ganz anderer Meinung. Meine Zera nicht. Richtig, Zera? Genau, Papsi. Tritia und ich hatten jedenfalls viel Spaß. Wir haben den anderen beim Aufräumen geholfen und Tritia hat ihr erstes süßes Baumteil gefunden. Hörst du mir überhaupt zu? Was? Selbstverständlich höre ich dir zu. Ihr seid damit beschäftigt, für etwas dankbar zu sein, für das man gar nicht dankbar sein muss. Na schön, falls du deine Meinung änderst, Tritia und ich sammeln jetzt ein paar süße Wurzeln für die Feierlichkeit. Nein, danke. Ich bleib lieber hier bei meinem Papsi. Papsi, glaubst du, dass Tria und Tritia verrückt sind? Nein, natürlich nicht. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Und jetzt ist. Oh, vielleicht habe ich gelernt, dass die schlecht schmeckenden Baumteile auch gut schmecken können. Nein, das habe ich noch nicht gelernt. Keine Sorge nicht, Ruby. Die große helle Scheibe, sehr geduldig. Papsi? Was ist denn schon wieder? Weißt du noch, wie Tria mich und meine Freunde zum Matschepampe-Pool geführt hat? Ja, und? Zuerst wollte ich da nicht reingehen, aber als ich dann drin war, da war's irgendwie toll. Naja, jetzt bereiten meine Freunde alles für die große Feier vor und... Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir ihnen dabei helfen? Ich meine, nur ein kleines bisschen. Von mir aus. Wir können ja mal zu ihnen rüberschlendern und sehen, wie sie ohne uns zurechtgekommen sind. Dankeschön, Papsi.
hier schon viel hübscherer aus. Japp, japp, japp. Japp, jetzt ist alles für die große Feier vorbereitet. Hey, gehört das da oben etwa auch zur Feier? Also mir glaubt nicht. Feuerfelsen. Feuer! Feuer? Schnell, Zera. Oh nein! Wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Littlefoot, ist große helle Scheibe böse? Nein, Petri. Wir kennen doch alle den rauchenden Berg. Und manchmal spuckt er eben Feuer. Das heißt nicht, dass die große helle Scheibe böse ist. Das heißt nur, dass wir dieses Feuer allein bekämpfen müssen, solange keine Hilfe eintrifft. Spikey, du gräbst, wie du vorhin schon mal gegraben hast. Chomper, mit deinen Füßen schleuderst du dann die Erde in das Feuer. Alles klar. Geklappt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Wasser raufzuschütten. Wie wär's denn mit nassen Baumsternen? Das könnte klappen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt besser rennen, als ich vorher rennen konnte. Das heißt, dann ist Rennen das, was ich jetzt besser kann. Jawohl. Mir wusste, sie findet heraus. Ducky, du holst jetzt alle nassen Baumsterne aus dem Wasser. Das mache ich, ja, das mache ich. Und Petri, ich möchte, dass du diese nassen Baumsterne nimmst, über das Feuer fliegst und sie darüber fallen lässt. Was? Über Feuer fliegen? Hey, du kannst das. Für die große helle Scheibe. Na gut, für große helle Scheibe. Was machst du denn hier, hä? Ich helfe euch! Schnell! Das Feuer ist noch nicht gelöscht! Vater Dreihorn, Sie sind auch hier? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir brauchen noch mehr nasse Baumsterne. Ich werfe sie dann ins Feuer. Noch mehr Baumsterne! Große Fest kaputt gemacht. Das Feuer frisst unser Essen, sodass wir es nicht mehr essen können. Wir brauchen mehr Hilfe. Die bekommen wir gerade. Seht doch mal. Gefrorenes Himmelswasser. Oh, das ist wunderschön. Seht doch, das Feuer geht aus. Das tut es, ja, das tut es.
Gefrorene Himmelswasser rettet große helle Scheibe dankfest. Noch ist das Feuer nicht ganz aus, Petri. Das wird es auch nicht, wenn wir nur Löcher in die Luft starren. An die Arbeit! Genau, Papsi! Scheibe, ganz wunderschön. Ja, das ist sie wirklich. Vielleicht habe ich gelernt, dass es gut ist, etwas zu feiern. Jedenfalls ab und zu.